Here is a world of communication, bringing together all people in a new era of understanding. Generationen von Schülern, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen, Generationen von Schülern mussten die fade Fabel von der Grille und der Ameise über sich ergehen lassen, die ihnen einbimsen sollte, dass es eine ganz tolle und super wichtige Sache ist, Vorräte anzulegen. Vielleicht ist ja diese fabelhafte Indoktrination daran schuld, dass die meisten Bürger dieses Landes nur desinteressiert mit den Schultern zucken, wenn auf dem Wunschzettel der Bundesregierung Vorratsdatenspeicherung steht. Neben der Absicht, unser aller Telekommunikations- und Surfverhalten zu protokollieren, würden einige Politiker sich auch gerne auf den Festplatten fremder Leute umsehen und zu diesem Zweck eine Software ins Netz auswildern, die sich nur marginal von den Schadprogrammen krimineller unterscheidet. Was er von diesen und anderen Vorhaben hält, habe ich jüngst Peter Schaar gefragt, den Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Also hier erwarte ich von der Öffentlichkeit wesentlich kritischeres Herangehen, das auch viel stärker nach Sinn, Zweck und Verhältnismäßigkeit fragt. Sie haben das ja schon erwähnt, die Kriminalitätsstatistiken weisen in den allermeisten Deliktsbereichen teilweise dramatische Rückgänge auf. Gerade in den wirklich gefährlichen Bereichen Mord und Totschlag haben wir sehr viel geringere Delinquenz als noch in den 60er Jahren. Gerade der zweite periodische Sicherheitsbericht, den die Bundesregierung veröffentlicht hat, bestätigt das ja nochmal. Auf der anderen Seite ist der Eindruck bei vielen da, dass wir immer unsicherer werden, dass die Morde an Kindern, die Sexualmorde allgemein zunehmen, was einfach nicht den Tatsachen entspricht. Das heißt, wir haben eine Disparität, ein Missverhältnis zwischen der wahrgenommenen Situation und der tatsächlichen Situation. Und da erwarte ich von der Politik, dass sie genau dieses Bild gerade rückt, statt es zu verstärken und zu instrumentalisieren, was eben doch bisweilen vorkommt. Also ich bezweifle das zumindest. Mit Sicherheit werden die Daten nicht sicherer. Wenn ich ganz viele Daten auf Vorrat speichere, dann wachsen die Begehrlichkeiten. Wo Begehrlichkeiten da sind, und ich meine da nicht nur den Staat, wachsen auch die Missbrauchsmöglichkeiten. Und wo Missbrauchsmöglichkeiten wachsen, wächst letztlich auch der Missbrauch. In den USA haben wir ja eine datenschutzrechtliche Situation, die viel mehr erlaubt als bei uns. Das heißt, es werden da auch sehr viel mehr Daten gerade von privaten Unternehmen gespeichert. Und wir können erkennen, dass gerade dort der Missbrauch von Daten dramatisch zugenommen hat. Das ist ja das Stichwort Identitätsdiebstahl, das hier eine ganz große Bedeutung hat. Das werden wir bei uns in der Tendenz auch erleben. Und je mehr Daten da sind, und dazu gehören eben auch diese Verbindungsdaten der Telekommunikation und des Internet, desto stärker wird Verhalten dann registrierbar und auch vorhersagbar. Wir haben ja auch heute schon die Musikindustrie, die versucht, anhand der IP-Adresse Tauschbörsenbenutzer ausfindig zu machen. Es wird ja über die Frage der Personalisierung oder der Herausgabe von solchen Daten auch für Urheberrechtszwecke gerade gestritten. Ein Gesetz liegt hier auf dem Tisch schon. Der Bundesrat fordert ja, dass es nicht mal einen Richtervorbehalt geben soll. Dann haben wir eine ganz brisante Situation. Letztlich führt diese Vorratsdatenspeicherung dazu, dass der Nutzer des Internet in seinem Surfverhalten transparent wird. Vielleicht ist das ja sogar gewollt, aber es bringt erhebliche Gefahren für den Datenschutz mit sich. Ich will das überhaupt nicht leugnen, dass solche Vorratsdaten dazu beitragen können, das eine oder andere Verbrechen oder die eine oder andere auch sonstige Straftat aufzuklären. Die Frage ist allerdings natürlich wirklich, ob es angeht, dass man, weil es eine, wenn auch nur sehr, sehr geringfügige Steigerung von der Aufklärungsquote verspricht, deshalb auf der anderen Seite unser gesamtes Kommunikationsverhalten abbildet. Und das halte ich für unverhältnismäßig, und das ist der datenschutzrechtliche Dammbruch, der verbunden ist mit der Vorratsdatenspeicherung.
Ja, das Problem ist ja, dass wir noch gar nicht wissen, was denn jetzt das Bundesinnenministerium der Öffentlichkeit präsentieren wird als Vorschlag. Wir kennen bisher ja nur Vorschläge, die dann schon ins Gesetz Eingang gefunden haben, ins Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen. Alles andere sind ja nur Vorüberlegungen. Und wenn ich mir diese Regelung anschaue aus Nordrhein-Westfalen, das ist eine allgemeine Befugnis des Verfassungsschutzes im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung, auch solche heimlichen Zugriff auf informationstechnische Systeme vorzunehmen, dann ist das sehr allgemein und in dieser Allgemeinheit mit Sicherheit verfassungswidrig. Jedenfalls ist das meine Auffassung. Das kann sein, indem man eine Webseite entsprechend präpariert und dort ein Schadprogramm, oder in dem Falle wäre es ja nicht mal ein Schadprogramm, sondern das wäre ja ein nützliches Ermittlungswerkzeug, dann auf diesen Zielcomputer bringt. Das kann per E-Mail geschehen. Das Wort Trojaner ist ja gefallen. Trojaner bedeutet ja, dass sich das eigentliche Programm, das hier transportiert wird, verbirgt hinter einem anderen harmlos aussehenden Programmmodul oder Programm. Ein Programm, das Bilder anzeigt, das hilft, Texte zu redigieren oder Musik abspielt. Das ist natürlich etwas, was das Vertrauen noch einmal zusätzlich ramponieren kann, wenn ich damit rechnen muss, dass sogar der Staat solche Methoden verwendet. Und die Frage ist ja, wie kann ich auf der einen Seite Informationstechnik sicherer machen? Das ist ja ein erklärtes Ziel nicht nur der Bundesregierung, auch der Wirtschaft. Auf der anderen Seite muss ich möglicherweise bestimmte Sicherheitslücken in Kauf nehmen oder sogar schaffen, damit solche Ermittlungsmaßnahmen, heimliche Ermittlungsmaßnahmen dann erfolgen können. Das ist ein aus meiner Sicht kaum zu lösender Widerspruch. Ich denke mal, meine Behörde ist nicht dazu in der Lage zu gewährleisten, dass, wenn es dann mal so eine Befugnis gibt, dann auf jeden Fall nur solche Technik eingesetzt wird, die frei ist von derartigen Risiken. Denn es ist ja im Prinzip dieser Technik inhärent, also es wohnt ihr inne, dass sie risikobehaftet ist. Und dazu kommt noch die Frage, wie kann denn letztlich die Sicherheitsbehörde, der Verfassungsschutz, die Polizei gewährleisten, dass nun dieser Trojaner wirklich auf den Computer des Verdächtigen oder des Gefährders kommt und nicht auf irgendwelche sonstigen Computer. Wir haben es zu tun mit lokalen Netzen, WLANs und so weiter. Wie stelle ich sicher, dass genau dieser Computer dann Gegenstand einer solchen Durchsuchung wird und nicht ein anderer? Häufig werden Computer nicht nur von einer Person benutzt. Wie gewährleiste ich, dass nur die Daten des Verdächtigen entsprechend Gegenstand der Durchsuchung sind? Und dann, und das ist eine im Grunde genommen unlösbare aus meiner Sicht Problematik, wie kann ich den Kernbereich der Privatsphäre gewährleisten bei einer solchen Online-Durchsuchung? So ein Trojaner kann ja nicht unterscheiden zwischen sensibelsten Informationen, die einem absoluten Schutz unterliegen, wie das Bundesverfassungsgericht immer wieder festgestellt hat, die also nicht durchsucht werden dürfen, und den möglicherweise für die Ermittlung relevanten Informationen. Es wird gesagt, man bräuchte diesen Trojaner dafür, um eine virtuelle Festplatte im Netz zu durchsuchen. Nun, aber gerade bei dieser virtuellen Festplatte ist es ja so, dass der Täter, der Verdächtige, per Telekommunikation auf sie zugreift. Das heißt, da greift dann letztlich auch die Befugnis zur Telekommunikationsüberwachung. Außerdem kann man gegebenenfalls durch offizielle Beschlagnahmen auf solchen virtuellen Server zugreifen. Wenn man dann sagt, der Server ist dann im Ausland und wir können nicht zugreifen, dann muss ich allerdings entgegenhalten, der heimliche Zugriff auf einen solchen Server, der sich in einem anderen Staat befindet, wäre möglicherweise völkerrechtswidrig.
Das kann ja eigentlich also auch nicht dann stimmen, dass man jetzt so einen Trojaner einsetzt, um praktisch die Erfordernisse der internationalen Rechtshilfe zu durchbrechen. Wir wären ja auch nicht damit einverstanden, wenn jetzt Dienste oder Polizeibehörden gar jetzt von irgendwelchen Drittstaaten bei uns auf Computern nachschauen würden, was wir da speichern. Also das würde, da würden wir uns natürlich schon gegen verwahren wollen, und ich würde auch natürlich erwarten, dass unser Staat uns dagegen schützt. Also darum kann es also ja auch offensichtlich nicht gehen. Das heißt, das ganze Konzept ist schon von daher hochzweifelhaft. Das Problem ist ja eigentlich, und das glaube ich, ist vermutlich sogar praktisch das größte Problem und fast unlösbar, wenn ich diese Online-Durchsuchung, wie ja auch der Bundesinnenminister immer wieder sagt, nur sehr gezielt gegen wirklich hochgradig gefährliche Personen einsetzen will oder gegen Terroristen und Schwerkriminelle, wie kann ich dann eigentlich eine solche Maßnahme einsetzen gegen Personen, die ich gar nicht kenne? Das heißt, sie hilft dann nicht. Das heißt, wenn ich mir die Anschläge der letzten 7 Jahre anschaue, seit 2001, einschließlich der Anschläge selbst von 2001, dann waren ja die Personen nicht derartig verdächtig oder als Gefährder erkannt, dass eine Online-Durchsuchung hätte durchgeführt werden dürfen gegen sie. Und vermutlich gilt das auch für die ausländischen Anschläge in Großbritannien und in Madrid. Also dann wären die Polizeibehörden wesentlich stärker im Vorfeld auch gegen diesen Personenkreis aktiv geworden und hätten die Anschläge verhindert, auch jetzt schon. Sodass man sich dann fragt, bleibt es denn letztlich dabei, dass solche Online-Durchsuchungen nur gegen diese hochgradig gefährdenden oder gefährlichen Zielpersonen einsetzt? Oder wird man dann sagen, ja, um die zu finden, müssen wir doch sehr breit solche Durchsuchungen durchführen? Das befürchte ich. Wenn wir erstmal die Tür einen Spalt weit aufmachen für Online-Durchsuchungen, dass man dann sagt, naja, aber das reicht uns nicht aus. Und dann wird die Tür wieder ein Stückchen weiter aufgemacht und irgendwann ist die Sperrangel weit offen. Das haben wir in anderen Bereichen, Stichwort Kontodatenabfrage, ja auch gesehen. Wenn man jetzt voreilig bestimmte historische Errungenschaften wie das Trennungsgebot zwischen Nachrichtendiensten und Polizei, das ist ja eine historische Erfahrung, oder eigentlich sind es ja sogar zwei historische Erfahrungen, Naziregime und DDR, die dieses bestärkt haben, die Notwendigkeit hier zu unterscheiden. Wenn man das jetzt leichtfertig aufgibt mit der Begründung, wir haben jetzt eine andere Situation, das hielte ich zu kurz gesprungen. Es ist ja auch immer ein ganz wichtiger Aspekt, den man berücksichtigen muss, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse ändern können. Auch wenn die heutigen Politiker, die Politiker, die heute maßgeblich handeln, die nicht einen Überwachungsstaat im Stasi-Sinne wollen oder schon gar zurück wollen in ein barbarisches Regime wie die Nazizeit, können wir uns ja niemals sicher sein, dass sich nicht auch politische Verhältnisse wieder ändern. Niemand hat in der Weimarer Republik geglaubt, dass es 1933 zu Ende geht mit dem Rechtsstaat. Und ich hoffe, dass wir nicht in einer solchen Situation sind. Aber gerade deshalb müssen wir aufmerksam sein, müssen wir historische Erfahrungen am Leben erhalten und dürfen sie nicht einfach aus tagespolitischen Gründen beiseite schieben. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, der in der öffentlichen Diskussion vielleicht mehr Beachtung verdient. Das ist so sicher nicht richtig. Der Rechtsstaat wird immer wieder auch bedroht von außen. Und es ist dann die Reaktion von innen, die darüber entscheidet, wie er sich dann weiterentwickelt und ob er Bestand haben wird. Und da sage ich ganz klar, der Rechtsstaat ist nicht in Gefahr durch den internationalen Terrorismus, sondern er kann sich allenfalls selbst in Gefahr bringen, wenn er überreagiert, wenn er falsch reagiert und damit seine eigene Legitimationsgrundlage in Frage stellt. Diese Gefährdung sehe ich auch, aber das ist im Grunde dieses Zusammenspiel von innen und außen, was so brisant ist, und da erwarte ich von allen, die hier agieren, ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein.
Datenschutz ist als Thema ausgesprochen unsexy. In der deutschsprachigen Blogwelt findet die Suchmaschine Technorati rund 3700 Einträge zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Zum Vergleich, Apples iPhone, obgleich in Deutschland noch gar nicht erhältlich, ist mit etwa 15.400 Erwähnungen als Gesprächsstoff ungleich interessanter. Doch genug der Schelte von alten Männern an jungen Menschen. Fragen wir doch lieber mal nach, was ist eigentlich Web 2.0? Wenn ich meiner Oma nicht mehr erklären kann, womit ich mein Geld verdiene. Das habe ich aber von dem elektrischen Reporter gelernt. Vielen Dank. Das, liebe Zuschauer, war es auch schon wieder für heute. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine inspirierte Woche. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Taucht ein Gadget auf, gilt es dies so zu betrachten, als ob es in sich einen Vektor trüge. Dieser Vektor kann nur betrachtet werden, nachdem von allem Unwesentlichen abstrahiert wurde. Der tief im Gadget wohnende Vektor zeigt auf die Kette seiner Nachfolger. Zeigt er nur auf sich, wird selbstreferenziell, handelt es sich um Mode,